Wahrheit oder Vorurteil. Politiker sind faul und sitzen nie im Parlament. Das ist wirklich das schlimmste Vorurteil. Wenn eins Bullshit ist, dann das. Da ist auch nichts ambivalent, sondern die wahre Arbeit findet ja außerhalb des Plenums statt. Und bisher jedem, der das mir gesagt hat, den ich eingeladen habe, mal eine Woche mitzulaufen, war hinterher erschöpft, hat gesagt, wenn eins nicht stimmt, ist, dass Politiker faul sind. Ja, ein guter Politiker zeichnet ja nicht besonders gutes Sitzfleisch aus, sondern dass er ins Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern geht, sich den Input holt und dann das in Politik umsetzt. Und das findet eben nicht immer im Plenarsaal statt. Politiker sind nur machtverliebt. Vorurteil. Politiker sind nicht nur machtverliebt. Wir setzen uns in ganz vielen Parlamenten für die Sache ein. Und das tun wir nicht um unseren eigenen Selbstzweck, um unsere eigene Macht, sondern für die Sache. Deswegen klares Vorurteil. Ich finde, dass in dem Statement was Wahres ist, weil wir brauchen ja Macht. Die Menschen erwarten ja, dass wir etwas für sie umsetzen und deswegen müssen wir Macht auch mögen als Politiker. Ich konnte mich erst nicht entscheiden, weil ich finde auch machtverliebt, das klingt so wie Macht als Selbstzweck anstreben. Egal ob für wofür, egal ob ich damit was gestalte, unabhängig von meinen Überzeugungen. Aber ich glaube, Bettina hat recht. Wenn wir nicht erklären, dass es in der Demokratie nichts Schlechtes ist, nach Macht zu streben, wenn du dann was damit machst, dann haben wir auch ein Problem. Deswegen, ich wechsle mal. Ja. Politiker haben den Bezug zu den Bürgern verloren. Also wie überall im Leben gibt es solche und solche und ich glaube, wir sind aber alle unglaublich viel unterwegs in den Wahlkreisen, bei Terminen, im Internet, auf sozialen Medien und zuletzt sogar auf Demos und wir nehmen da, glaube ich, immer ganz viel mit für unsere Arbeit in Berlin. Also ich habe mich jetzt ja für die Seite entschieden, aus dem Grund, weil du schon manchmal den Eindruck hast, wir sitzen schon in der Bubble drin. Also natürlich haben wir alle Kontakt zu unseren Wahlkreisbürgern, zu unseren Interessenvertretern, zu den Themen, die wir haben. Aber manchmal hast du auch den Eindruck, dass wir über Sachen entscheiden, die der normale Bürger nicht mehr versteht, weil Regierungshandeln auch nicht erklärt wird. Und ich kann jetzt bei den Sachen sagen, das ist ein Punkt, wo ich glaube, dass viele sagen würden, das ist so, die da oben, die wissen nicht, wie es uns da unten geht. Und wenn ich da sage, wir haben schon auch Entscheidungen, weil wir sie vielleicht auch nicht erklären, wo ich sagen kann, da sind wir schon ein Stück auch bei der Wahrheit dran. Politiker reden immer um den heißen Brei. Absolut richtig. Man muss sich nur mal eine Regierungserklärung anhören. 20 Minuten reden, ohne viel zu sagen. Es ist leider so, dass wir Angst haben, manchmal auch Wahrheiten zu sagen, weil wir uns fürchten, vielleicht einen Shitstorm abzubekommen. Für mich ist das Vorurteil immer ein Ansporn, auch mal wieder Klartext zu sprechen, weil ich glaube, das ist, was die Menschen von uns erwarten. Ich finde, immer ist natürlich Quatsch, aber es gibt schon ein Problem und ich glaube, das hängt auch mit unserer Mediendemokratie insofern zusammen, dass wenn wir alles in 15 oder 20 Sekunden Statements pressen müssen, dann sind wir alle zu versucht, ins Abstrakte zu flüchten und das versteht keiner mehr. Und da, glaube ich, müssen wir alle besser werden. Letzte Frage. Politik entsteht im Restaurant, nicht im Bundestag. Ich glaube, es gibt nicht den einen Ort, wo Politik gemacht wird und politisch diskutiert wird. Das fängt beim Frühstückstisch an, geht über ein Vereinstreffen bis übers Schwimmbad. Und deswegen würde ich sagen, politisch wird überall diskutiert und eben nicht nur im Bundestag oder im Restaurant. Also für mich ist wichtig, dass man auch mal mit anderen Leuten am Tisch sitzt, dass man sich austauscht, da bekommst du die besten Ideen. Und deswegen lassen wir doch das Restaurant mal als Metapher stehen und nicht als was Negatives, sondern als Platz, an dem wir uns austauschen.